Wir sind wieder zurück beim Minecraft Sommerland und wir befinden uns immer noch hier hinten bei unserem schönen kleinen Fort, das mittlerweile aussieht, und das haben einige auch in den Kommentaren so genotest, wie ein kleines Schloss, wie ein kleines, ja, wie eine kleine Burg. Da musste ich gerade aufstoßen vor lauter Freude. Und aus verschiedenen Gründen gab es gestern keine Folge von Let's Play Minecraft Sommerland. Das war ein relativ real-life-lastiger Grund. Und zwar, ich hatte akutes Unterwegssein gestern. Wir waren gestern bei Ikea in Frankfurt. Die hatten gestern verkaufsoffenen Sonntag. Und da dachte ich mir, hey, komm, weißt du, da gehen wir mal hin. Da ist bestimmt nicht so viel los. Ja, am Arsch die Waldfee. Natürlich war da sehr viel los. Aber ging, so ein Hotdog habe ich mir gegönnt und so ein bisschen Schokolade und zwei neue Regale. So, das kann man mal machen, denke ich. Das ist ja nicht verwerflich, und deshalb gab es gestern mal keine Sommerland-Folge. Dafür gibt es heute eine und gleich morgen wieder eine, damit wir auch schön im Trott bleiben. Ist ja jetzt auch nicht das Verkehrteste, wenn man mal zwei Tage hintereinander Sommerland gucken kann, ne? So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was macht denn der da schon wieder? Was macht der denn da schon wieder kaputt? Ich hatte gerade eine spontane Idee, und zwar habe ich mir gedacht, wir probieren einfach mal, warte, Treppen, wir probieren einfach mal, wie es denn aussieht, wenn wir diesem schönen kleinen Häuschen da, diesem kleinen Verteidigungshäuschen da, mal ein anderes Dach spendieren. Und zwar vielleicht tatsächlich mit, nee, das sieht kacke aus, das hatten wir ja jetzt erst, vielleicht mit Bruchsteintreppen oder mit, ich weiß es nicht. Wir probieren es mal hier mit. Wir probieren einfach mal aus, wie es denn aussieht, wenn wir jetzt ein Dach bauen. Wobei, das sieht kacke aus, das kann man nicht machen. Vielleicht lieber dann doch so. Wie es denn aussieht, wenn wir hier so ein Dach bauen, weil, ich weiß nicht, mir war das andere irgendwie ein bisschen zu flach. Das hatten ja auch einige gesagt. Das sieht nicht so geil aus, weil es halt eben zu flach ist, das Dach. Und jetzt probieren wir einfach mal aus, wie es aussieht, wenn wir denn hier so ein, mit so einem Überhang so, ne? Überhangmandat, das hatten wir jetzt schon öfter gehabt. Alter, jetzt wieder dieser Kackwinkel, wo immer so. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird, ob das noch was aussieht, aber wir werden es ja sicherlich gleich erfahren. Ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. So, machen wir auf 7, das ist okay. So. Jetzt ist die Musik natürlich fertig, jetzt wo ich sie leiser gemacht habe, ist ja klar. So, Alter, ich weiß ja nicht, wenn das noch was aussieht, dann werden wir auf jeden Fall so Dächer weiterbauen. Das Problem ist nur, dass wir jetzt schon länger hier bauen und ich jetzt eigentlich ungern da gleich weiterbauen möchte wieder. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schön, wenn das schon fertig ist. Aber wenn dieses Dach nach was aussieht gleich, baue ich das einfach offscreen. Ne, das ist kein Thema. Das können wir gerne machen. Ihr hattet euch ja beschwert gehabt, also einige. Warum ich denn plötzlich Terraforming nicht offscreen mache und den ganzen anderen Schiat, den ich, der vielleicht ein bisschen interessant ist, den mache ich offscreen. Ja, es tut mir sehr leid, aber bei der Brücke damals, ich habe ungefähr 6 Stunden dran gesessen, als ich das die ganze Zeit ausprobiert habe mit der Hängebrücke. Und wenn ich daraus Folgen geschnitten hätte, 20-Minuten-Parts, wären das, über den Daumen gepeilt, um die 18 Folgen gewesen, ungefähr, ja. Und hätte da ja auch rumgemault. Also, ne? Ganz easy bleiben, Alter, ganz easy bleiben. So, ich guck gerade mal. Ja, besser sieht's schon irgendwie aus, ne? Also es sieht irgendwie richtiger aus. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Wie gesagt, ich überlege gerade, wir dürfen halt auch nicht zu hoch gehen mit den Treppen. Weil dann sieht es ja komisch aus. Dann sieht es aus wie so ein Hausdach. Auf der anderen Seite wäre eine Spitze oben natürlich schon ziemlich nice. Aber wie gesagt, zu hoch dürfen wir halt auch nicht gehen, weil sonst, ja. Sieht das nicht so geil aus, ne? Kleiner Giovanni. Wer ist Giovanni? Ich habe keine Ahnung. Huch, falsch rum, natürlich. Aber wir probieren es mal. Ich glaube, es sieht am Ende dann ganz nerd aus. Sieht am Ende ganz nerd aus. Ne, wir tryen den Shit einfach mal out. Jetzt, was habe ich denn jetzt gemacht? Warum tue ich das? Hilfe, hallo. Ich bin nicht Herr meiner Sinne. Es ist auch noch verhältnismäßig früh für mich zum Aufnehmen. Wir haben jetzt gerade, warte mal, jetzt muss ich hier, Alter. Für mich ist das noch verhältnismäßig früh. Wir haben gerade 11 Uhr oder so. Und normalerweise bin ich ja eher so ein nachtaktiver Mensch. Ich nehme ja lieber gerne nachts auf. So, und dann kann man hier noch irgendwie eine Ecktreppe. Jetzt muss man doch hier irgendwie noch eine Ecke reinmachen können, oder? Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt werde ich gleich wieder ausgelacht in den Kommentaren. Oder kann man hier gar keine Ecke reinmachen? Doch, eigentlich schon, oder?
Müsste doch eigentlich kein Problem sein. Weil ich mir gerade auch nicht sicher bin. Vielleicht geht das auch nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich geht's schon und ihr rastet gerade wieder aus. Tommy! So, warte mal. Hier und hier. Das ist Ecke Nummer 1. Ecke Nummer 2. Ecke Nummer 3. Dadam. So, schauen wir mal. Ein bisschen weiter weg. Ja, es sieht schon besser aus. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall besser aus als diese Flachdächer hier. Und ich glaube, wir werden dann, ich werde das offscreen, wie gesagt, machen. Ich werde dahergehen und werde das, auf jeden Fall nochmal neu bauen, die drei anderen Dinger. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich mache das jetzt nicht hier in der Folge, aber wir machen das auf jeden Fall. Wie gesagt, das sieht echt besser aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Tor. Fällt mir auch gerade so ein. So ein Eingang wäre ja nicht schlecht für so ein vorne. Der Eingang sollte auf jeden Fall hier vorne sein. Also nach hier vorne. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo hier die Mitte ist. Wie viel haben wir denn hier? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, da ist die goldene Mitte. 80. Nee, warte. 22 durch 2 sind 11. Also probieren wir es mal bei 11. 11 so ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hier ist die 11. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und hier müssen es 10 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sieht es nämlich aus. So, dann können wir hier ein bisschen was wegnehmen und hier ein bisschen was wegnehmen. Jetzt, warum ist das... Ach ja, richtig, das haben wir ja aufgeforstet. So war das ja gewesen. Dann müssen wir gucken, dass wir das hier wieder ein bisschen wegmachen. Und dann geht's halt da irgendwie so eine leichte Treppe dann oder sowas hoch. Ich habe keine Ahnung. Da finden wir dann schon irgendeine Möglichkeit. So. Ist ja nicht so schlimm, wenn das hier ein bisschen höher gelegen ist. Das interessiert ja im Grunde genommen niemanden, wenn wir hier den Weg schön machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir, wie gesagt, noch irgendwie ein Tor reinbauen. Das ist natürlich ein bisschen zu arg klein für so ein riesiges Teil. Das höre ich übrigens auch öfter. Und zwar in der Zeitung. Ich selbst höre das nicht. Ich habe gerade erst gemerkt, wie selbstdissig das eigentlich wäre, wenn ich jetzt sagen würde, das höre ich auch öfter. Ja, das war super. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gestalten wir denn das Törchen? Ist das denn groß genug? Es sieht immer noch sehr winzig aus, ne? Auf der anderen Seite will ich es aber auch gar nicht so groß bauen, weil ich glaube, das hier könnte schon wieder zu overpowered sein. Wobei, wenn wir da vielleicht ein paar Gitter reinmachen, könnte das vielleicht auch gehen. Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne hier in die Ecken solche Dinger machen. Weil ich einfach finde, dass das absolut authentisch aussieht. Ich bin mir mal nicht sicher, weißt du? Weil es so natürlich gehen würde an sich. Ja, das wird jetzt lustig mit den Gittern. Jetzt blendet die Sonne und ich sehe nichts. Ja, das würde so an sich würde das schon gehen. Allerdings stören halt jetzt die Pinöppel da in der Ecke und so, weiß ich, sieht es aber glaube ich zu... Ja, nee, so sieht es mir einfach zu billow aus, zu low. Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen... Alter, die Sonne. So ein bisschen Struktur fehlt mir da irgendwie, deshalb eigentlich... Alter, Alter. Alter, Alter, was machst du da? Alter. So müsste es eigentlich schon sein. Damit es einfach so eine leichte rundliche Form hat. Natürlich können wir das jetzt hier unten auch noch machen. Dann wäre es richtig rund. Ich meine, das könnten ja so Einkerbungen sein, wo hier in der Mitte dann dieses Gitter nach unten fährt. Das kann ja schon sein. Ne, das sieht kacke aus. Das hatten wir beim Dennis schon drüben. So sieht es schon besser aus. Sieht zwar im ersten Moment aus wie ein Garagentor oder wie irgend so ein Portal, so ein wichtiges, wo man sich rein teleportieren kann. Irgendwie Stargate oder sowas. Aber das Tor so an sich gefällt mir irgendwie schon besser. Ich finde, das lassen wir, glaube ich, auch so. Wenn ihr natürlich einen Verbesserungsvorschlag habt, könnt ihr den gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich weiß, die Porkies haben ein Tor, was automatisch hoch und runter geht. Das freut mich für die Porkies. So. Wir wollten ja eigentlich schon längst mal zusammen aufgenommen haben.
Ich hatte damals in der einen Folge ja geschrieben, die Jungs sollen mir nochmal eine E-Mail hochjagen. Und jetzt weiß ich gar nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube, ich müsste mal mein Skype wieder anhauen. Ich glaube, die Jungs meinten, ich soll mich auf Skype mal melden. Oder sie melden sich auf Skype oder irgendwie sowas. Irgendwas war da mal. Muss man bei Gelegenheit mal checken, ne? Muss man mal checken. So. Hier kommt auf jeden Fall noch Stein hin. Hallo, Grunzi-Schweinzi. Grunzi-Schweinzi, Schatzi-Mausi. No. Little Pig. So, das Lied ist jetzt auch so langsam okay. Adventures. Zu Deutsch Adventures. Beziehungsweise Abenteuer. So, das Wort Adventures ist irgendwie auch schon so eingebürgert, dass es eigentlich fast jeder denkt, es wäre Deutsch, ne? Dabei ist es das gar nicht. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie genau verlegen wir das hier jetzt. Ich würde ja an sich gesehen, würde ich ja einen Weg machen, der hier so komplett reingeht, bis nach da hinten. Und dann gehen halt da immer so Treppen hoch oder sowas. Das würde ja natürlich auch gehen. Ich weiß nur nicht, ob der geil ist. Das ist das Problem, weißt du, was ich meine? Ob der geil ist. Das ist die Frage. So an sich ein Brunnen in der Mitte wäre natürlich auch extrem cool. Weißt du was? Ich grab das jetzt einfach mal hier so lang. Und dann gucken wir einfach mal, was wir draus machen. So ein Hauptweg in der Mitte, das ist ja kein Problem. Das kann man ja machen. Ich weiß nur nicht, ich glaube, wir machen den aus Kies, ne? Was mich jetzt nur ein bisschen stört, ist, dass wir hier auf... dass wir hier eine Zweierhöhe haben. Wenn es jetzt eine Einerhöhe wäre, wäre das absolut kein Problem. So gesehen allerdings sind wir hier zwei hoch. Was dann schon wieder nicht so geil ist. Wobei wir natürlich auch hergehen könnten und könnten sagen, pass mal auf. Ab hier geht es zwei hoch. So. Vielleicht, wenn wir da so eine Ecktreppe hinkriegen, ja. So, dann geht's da einfach zwei hoch. So, weißt du? Weißt du, was ich meine? Weißt du Bescheid, Alter? Das ist voll tight, ne? Das ist voll tight. Jetzt habe ich hier schon gebaut. Egal, das bauen wir mit Stein zu. Ist ja scheißegal. Haben wir halt ein gutes Fundament. Weißt du Bescheid? Wäre jetzt gescheiter, wie hier zwei nach unten zu gehen und dann wieder eins nach oben zu bauen und hier komplett zu terraformen, weil es doch irgendwie scheiße aussieht. Dann ist so schon irgendwie gescheiter und effektiver, meine Freunde. Effektivität, es geht um Effektivität. Na, so. So. Und ruckelti-zuckelti haben wir uns den Weg hier gebaut und jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch so hinbauen. Ich weiß es gar nicht, ich bin vollkommen verwirrt. So, okay, hier sind zwei, da sind zwei. Das ist doof, wenn das symmetrisch ist, ich weiß. Geil wäre natürlich da hinten. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ich hätte gerne... ich hätte gerne hier hinten so eine Plattform. Oder nee, keine Plattform. Doch eine Plattform. Natürlich nicht zu hoch. So reicht ja eigentlich schon. Das ist schon wieder zu hoch. So einfach nur. Alter. Ich versuche mich halt so ein bisschen an Assassin's Creed zu orientieren. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich baue einfach. Nee, Quatsch, Blödsinn. Ich versuche mich da jetzt gerade so ein bisschen zu orientieren. Okay, für das Dach hier von dem Ding müssen wir da... wobei, warte mal, aus Stein ist auch doof. Wir müssen nochmal was aus Holz bauen. Holz. Eichenholz, Brete. So ist geil. Was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Hier so, habe ich gerade eine SMS gekriegt, deswegen war ich mal einen kleinen Moment ein wenig stiller. Das tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. So, das sieht jetzt noch ziemlich beschissen aus, ne? Und so bleibt das jetzt auch, damit es schön beschissen aussieht. Nee, wir ändern das gleich noch. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ich würde das gerne hier über dem Weg haben. Es sieht nur bescheuert aus, wenn der Weg dann da unten weitergeht, obwohl es da ja gar nicht weitergeht. Wobei wir natürlich hier hinten auch noch so eine Art Kellerdistrikt bauen könnten. Dann geht es hier so runter dann. Ja, das machen wir. Das ist geil. Es ist geil. Es ist schon geil. Wobei ich absolut keine Planung habe, ob das jetzt gerade gut aussieht, was wir hier bauen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das werden wir dann spätestens erfahren, wenn es soweit ist. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins im Sinn, eins, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier. Hier. Alter. Sag mal, sag mal. Es ist unglaublich. Jetzt ist das ja doch so riesig geworden irgendwie. Gut, ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, nicht so tragisch. Da wird keiner sterben. Aber. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meine Freunde. Wollen wir mal gucken, wie wir das da ein bisschen quadratischer hinkriegen, dass das nicht so riesig aussieht. Bäh. So. Ja, das sieht total scheiße aus eigentlich. Aber wie gesagt, wenn man das vielleicht noch ein bisschen verziert, wenn man hier und da ein bisschen was verändert, wie zum Beispiel hier einen, sowas wie einen Zaun hinmacht quasi, dass das so gestützt wird. Selbiges natürlich auch hier drüben. Vielleicht auch hier oben so eine Art Zaun, ne? Damit die ja da oben nicht runterfallen. Weil natürlich der Übergang von Stein zu Holz, wobei das geht, das kann man eigentlich so lassen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt so lassen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls müssen ja hier noch Treppen irgendwie nach oben. Am besten hier. So, hier kommen dann noch so Dingens hin und ja, da müssen eigentlich die Treppen von hier unten auch noch so dran. Weil ich fast der Meinung bin, dass das ein bisschen zu popelig aussieht. Ja, es sieht kacke aus, das kannst du nie machen. Ich muss überlegen, ich weiß auch nicht gerade. Warte, was gehen würde? Wäre, wenn man... Nee, das geht aber auch nicht. Theoretisch gesehen würde es doch funktionieren, wenn wir... Warte mal. Wenn wir die Treppe vielleicht so bauen, dass sie hier in der Mitte connectet. Das würde natürlich gehen. Warte mal. So, warte. Nein, Alter. Ich mach wieder alles kaputt. So. Nee, das ist falsch rum, verdammt. So. So, dann hier die Treppe dran, dass die hier so nach unten geht. Nee, jetzt krieg ich natürlich keine Treppe gebaut, Alter. Muss ich so machen. So, hier zack, zack. Zack, zack. So. So, das können wir wieder weghauen. Und jetzt können wir eigentlich auf der anderen Seite die Treppe nach unten bauen, oder nicht? Das müsste doch eigentlich gehen. Wenn wir die hier so bauen, dann ist das natürlich nicht in der Mitte. Das ist wunderschön, aber es würde funktionieren, wenn wir hier... Das ist nämlich die Mitte, so einen Steinblock hinmachen. So, und dann hier quasi die Treppe wieder nach unten. Schön. So. Perfekt. Nein, das war falsch. Das war richtig. Das war auch richtig und das sowieso. So. Und schon haben wir eine Treppe nach dort oben.
ohne uns irgendwie groß verrenkt zu haben. Dann lassen wir weg. Machen wir den Zaun hier noch eben schnell rum. Pop. Und fertig ist das Mondgesicht. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, hier so eine kleine Erhöhung gebaut. Ich weiß noch gar nicht, was wir da richtig drauf machen. Wir brauchen ja auch noch Treppen nach oben auf die verschiedenen Plattformen. Müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht dann in der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt offscreen vielleicht schon mal die Dächer machen. Ich weiß nicht, oder ich werde gleich noch eine Folge aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche noch eine für morgen. Also müssen wir mal gucken. Kann sein, dass die Dächer in der nächsten Folge noch nicht fertig sind. Ansonsten hören und sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Sommerland. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit am Start und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.